Die Geschichte der Geodäsie. Geometrie bedeutet die Vermessung der Erde. Ein Kreis hat immer 360 Grad und die 360 Grad sind stellvertretend für den Umfang der Erde. Geodäsie ist die Unterteilung der Erde. Was ist Geodäsie? Geodäsie ist griechischen Ursprungs und setzt sich aus den Begriffen für Erde sowie ich teile zusammen. Einerseits geht es also um die Unterteilung der Erdoberfläche in Grundstücke zur Regelung der Besitzverhältnisse. Andererseits aber auch um die Aufteilung in einfache geometrische Grundformen, Dreiecke. Diese Definition umfasst die Bestimmung der geometrischen Figur der Erde, ihres Schwerefeldes sowie ihre Orientierung im Weltraum. Es ist theoretisch die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten auf einer gekrümmten Fläche. Die Idee des Urmeter war es, die Strecke vom Äquator bis zum Nordpol in 10 Millionen Maßeinheiten aufzuteilen. Ein Teil wäre ein Meter. Somit wäre der Vollkreis 40 Millionen Meter lang. Und der Äquator unterteilt diese Kugel in zwei Halbkugeln mit jeweils 4 Quadranten. Aber wer kam auf die Idee, den Erdkreis in 4 Quadranten aufzuteilen? Oder in 40 Millionen Meter? 36 Millionen Meter im Umfang hätten doch wunderbar zur alten Tradition gepasst. Der Erdkreis sollte in 40 Millionen Einheiten unterteilt werden, damit das metrische System das alte Sechsagesimalsystem ablöst. Also nicht 4 mal 90 Grad, sondern direkt die 4 Quadranten verwenden. Der Vorteil ist, dass man in 10er Schritten denkt. Und nicht mehr im alten Sechsagesimalsystem, das heute nur noch in der Zeitvermessung vorkommt. In der Geodäsie gibt es eine alte Maßeinheit, die kaum einer kennt, den Gon. Gon kommt von dem griechischen Wort Gonia und bedeutet Ecke. Eine Maßeinheit aus der alten Zeit der Landvermessung. Die Geodätiker verfolgten die Idee, einen 360-Grad-Kreis in 400 Gon zu unterteilen. Wenden wir an den Erdkreis die Quadratur des Kreises an, erkennen wir die elegante Absicht der Gon-Einheit. Das Quadrat symbolisiert immer noch den Erdkreis, nur mit 4 Seiten. Und eine Seite hat 100 Gon. Und im Umfang wären das 400 Gon. Ein Gon bedeutet eine Strecke von 100 Kilometer. Deshalb stelle ich mir nicht die Frage, wann wurde der Meter definiert, sondern wann wurde der Erdkreis auf 4 Quadranten aufgeteilt? Die Antwort findet sich in den Ursprüngen der Geometrie. Und das ist die Geschichte, wann wir angefangen haben, den Erdkreis in 4 Quadranten aufzuteilen. Ende des 18. Jahrhunderts sollte der Erdumfang 40 Millionen Meter im Umfang haben. Wenn es um die Vermessung der Erde geht, darf Eratosthenes nicht fehlen. Er nutzte ein altägyptisches Kreismaß, was 12.000 königliche Ellen im Umfang hat, um die Größe der Erde zu berechnen. Ein Vierzigstel sollte die Stadioneinheit darstellen, um die Entfernung von Alexandria zu Assuan zu bestimmen, um damit den Umfang der Erde zu berechnen. Aristoteles berechnet den Umfang der Erde in 400.000 Stadien. Platon definierte den Umfang auf 40.000 Meilen. Anaximenes von Milet war in der festen Überzeugung, dass die Erde eine quadratische Form hat, mit 4 Ecken. Auch der Kreis eines 12-Stunden-Uhrwerks wird in 4 Quadranten aufgeteilt, morgens, mittags, abends und Nacht. Genauso wie die 12 Monate eines Jahres, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die große Pyramide ist das ultimative Abbild der 4 oberen Quadranten der Erde. Als Isaac Newton John Cleese beauftragte, die große Pyramide zu vermessen, lieferte ein arabischer Historiker einen interessanten Hinweis. Er behauptet, dass eine Seitenkante der großen Pyramide 100 antike königliche Ellen lang sei. Somit hätte der gesamte Umfang 400 antike königliche Einheiten. Und nun kommen wir zum metrischen Pyramidion. Er hat einen Umfang von 12 königlichen Ellen, umgerechnet 6,28 Meter. Ein Radiant von 6,28 hat eine Gesamtlänge von 400 Gon. In der Antike existiert auch das Konzept eines Tetramorphs, was die vier Wächter des Himmels darstellt.
Archäologen sehen darin den Versuch, den Erdkreis in 4 Quadranten aufzuteilen. Ein weiterer Hinweis für die Geodäsie des Erdkreises ist das griechische Symbol Theta. Es hat eine direkte Verbindung zu Ägypten und symbolisiert ein Kreuz in einen Kreis, was den Kreis in 4 Quadranten aufteilt. Theta symbolisiert ebenfalls einen menschlichen Schädel. Das lateinische Wort Mundi bedeutet beides, Schädel und Welt. In der anatomischen Beschreibung des Schädels gibt es den Tempelbereich, ein Ort, wo 4 Schädelplatten aufeinandertreffen. Das Wort Tempel kommt von Tempo und das bedeutet Zeit. Ein sehr passender Name, denn dort wachsen im Alter die ersten grauen Haaren. Zurück zur Geodäsie. Wie wir sehen, hat der Mensch seit Anbeginn der Zeit seine Welt in 4 Quadranten aufgeteilt, danach den Erdkreis in 400 Gon unterteilt und endete beim Urmeter mit seinen 40 Millionen Meter im Umfang. Ja, wir haben vor 200 Jahren das metrische System definiert, aber das Wissen um diese Länge ist älter als wir dachten.